So, hallo und herzlich willkommen zurück zu Let's Play Roam Total War 2 mit mit dem Rest der Seleukiden. Es ist einfach, ja, es ist einfach herrlich. Es ist ziemlich lustig, wenn ich ehrlich bin. Hier die zwei, ja, Athener. Meine beiden Armeen sind jetzt im Norden. Hier die 501. ist ein bisschen am Boden, sag ich mal. Tja, gut, also die da können nichts machen und der da könnte was machen. Vielleicht, warte mal, ein paar Myra, Tyros. Ja. Das Ding ist die da, wenn die da reingehen. Ja, jetzt ist die Frage, was kann man hier noch machen? Also ja, ich habe ja überhaupt kein Geld. Okay, dann gehe ich mal hier rein. Bisschen klauen. Okay, was kann ich mit dir machen? Mit dir? Okay, mit dir könnte ich sogar hier reinschlüpfen. Ah, verdammt. Dann hätte ich li lieber hätte ich lieber hier gescoutet. Aber weißt du was? Ich gehe trotzdem hier rein. Weil ich kann es mir nicht leisten, hier was zu verlieren. Also Tyros. Komm. Also Tyros verliere ich lieber als jetzt Palmyra. Weil Palmyra ist zu risky. Weil hier sind nämlich meine königlichen Ställe drin. Und wenn dieser Knabe hier den die Stadt zerstört oder umbaut. Also ja, eins von beiden. Das wäre nicht sehr praktisch. Okay, wie groß ist die Armee drin? Das sind halt nur, das ist nur Kavallerie. Das ist schwierig. Aber dafür ist, ja, aber der ist im Gewaltmarsch. Das heißt, der wird nicht wirklich helfen können. Und ja, der ist sowieso so klein. Habe ich schon erwähnt, dass es hier viel zu heiß ist? Nee, habe ich noch nicht. Na gut. Es ist gerade so heiß. Also, die habe ich noch nicht bewegt. Minus 99, der. An sich, die mit einem in Krieg sind. Kommt mir nicht daher wie ein Bettler aus der Frieden. Die kann man nicht wirklich überzeugen, es sei denn, man ist dreifach so groß wie die und ist super reich, was wir nicht sind. Was wir nicht sind. Komm, mein Freund, sprecht. Wir sind Menschen. Okay, das Eure gütigen Worte. ist wichtig, das ist gut. Den bettel ich mal nicht um Geld an. Pergamon auch nicht, weil Pergamon braucht selbst Geld. So handeln wir nicht. Ihr sollt die Freuden meines Hauses genießen. Wir haben von eurer Weisheit gehört und sie veranschaulicht sich in diesem großzügigen Alter. Ja, schade. Ließe sich Freundschaft. Okay, Rom mag uns. Im Namen des Volkes seid willkommen. Ah, schade. Eure Furcht. Das ist schade. Gut, aber wir haben zumindest jetzt positive Einkommenszahl. Das ist sehr gut.
Das ist extrem wichtig, weil dann fangen meine Armeen nicht an zu, also meine Soldaten nicht an zu, wegzulaufen. Okay. Pontos geht zurück, das ist gut. Die greifen natürlich hier an. Der hat nur Fernkämpfer. Das Blöde ist, es ist eine Flotte. Knappe Niederlage. Ich probiere es trotzdem. Also ich muss versuchen, ihn einzukesseln. Ja, die sind halt vollständig, ne? Das ist sein Vorteil. Also entweder... Nee. Also ich habe überlegt, also entweder ich greife ihn hier am Strand ab, aber er hat eine große Stein... Also eine Artillerie hat er dabei. Deswegen macht es nicht viel Sinn. Ich werde einfach versuchen, von allen Seiten zu kommen, ne? Wir erwarten eure Befehle. Also wahrscheinlich geht der hier rein. Dann könnte ich versuchen, so irgendwie die Klammer zu versuchen. Die müssen halt nur lange genug aushalten. Das ist das A und O. Ich weiß nicht, ob die das schaffen. Also an sich hätte ich ja jetzt auch hingehen können, aber hier ist zu viel Platz. Also das ist schon praktisch, wenn die... Wenn sie alle hier reingehen. Schnell, Kommandant! Mir nach! Schnelles Marschieren! Eure Befehle, mein Herr! Doppelte Geschwindigkeit! Geschossinfanterie zu euren Diensten! Pieken! Schnelles Marschieren! So. Mal schauen. Er hat halt sehr viel mehr Leute. Unser General wird angegriffen. Ich erwarte eure Befehle. Fokussiert eure euer Feuer bitte. Geschossinfanterie. Eure Befehle, mein Herr. Schneller, schneller, schneller. Die hätte ich ja viel früher losschicken sollen. Aber das konnte ich nicht machen. Das konnte ich nicht machen, weil sonst hätte er sich aufgeteilt und dann hätte ich safe verloren. Schnell, 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 schnell. Sehr gut, sehr gut, sehr gut. Es sind halt einfach zu viele.
Und Speerträger sind auch nicht ganz so schlecht im Nahkampf wie jetzt zum Beispiel Steinschleuderer. Zu euren Diensten. Ja, wunderbar. Die Männer wanken. Geh mal raus. Okay, dadurch habe ich einen verloren, aber das ist in Ordnung. So. Ja, verdammt. Eine unserer Einheiten hat ihre gesamte Munition verbraucht. Okay. Aber es ist noch nicht vorbei. Warte, ich gehe mal auf den General. Eine gesamte Einheit ist umgekommen. Weil dann, wenn der General gestorben ist, dann sieht schon besser aus. Und dann kann ich von hier auch in den Rücken rein. Die können halt hier fast nicht hinschießen, ne? Wir können da nur schlecht reinschießen. Der feindliche General ist. Okay, ich spule mal vor, weil strategisch kann ich nichts. Unsere Männer fliehen vor der Schlacht. Das ist ein schändlicher Anblick. Unsere Männer fliehen vor der Schlacht. Ja, also strategisch hätte ich nichts anders machen können. Ja, war halt jetzt. Richtig nervig. Okay. Aber okay. Das ist natürlich auch blöd, dass die... Und der geht einfach dran vorbei, ne? Der Ulknudel. Okay, automatisch darf ich das nicht machen, weil ihr kennt es ja alle. Kavallerie automatisch ist gleich tot. Wie die schönen Streitwagen, die goldenen, die ich dadurch verloren habe. Okay, also. Jetzt ist die Frage, greift er hier an oder da? Ich hoffe mal hier, weil da könnte ich mich sehr schön einbunkern. Ich gehe mal mit den Elefant. Ja. Mit dem Elefant dahin, weil das ist der General und die fokussieren meistens den General. Also meistens, nicht immer. Infanterie zu euren Diensten! Bei Städten, also in Städten wissen die nicht immer, was sie wollen. Also entweder sie fokussieren den Punkt oder nicht. Okay. Ich schau mal. Halt er sie auf? Ah, teilweise. Warte, stopp. Ach Gott. Ich dachte gerade, ich hätte hier keine Phalanx gemacht. Okay, aber. Er geht mit einer Einheit hier hin.
So. Die Kavallerie geht raus. Der Mops geht hier hin. Ja, das sieht doch ganz passabel aus, dass alle hier schön hingehen. Steinschleuderer! Hügelmänner! Speerträger! So. Elefanten, komm mal hier. Bitte alle auf die Pikeniere drauf. Eine unserer Einheiten hat ihre gesamte Munition verbraucht. Was wäre? Die schon. So, das ist gut. So, ja, das passt, das passt, das passt. Wieder raus, schnell. Oh oh. Kavallerie, was machst du da? Volle Kanne hier auf den, ne? Unsere Männer fliehen vor der Schlacht. Das ist ein schändlicher Anblick. Okay. Tut mir zwar leid für den, aber... Ich brauchte kurz eine Ablenkung. Die Schlacht wendet sich zu unseren Gunsten. Ist gerade sehr schwierig. Okay, der hat es nicht gecheckt. Das ist gut. Okay, Elefanten-Daddy ist drin. Unsere Männer fliehen vor der Schlacht. Das ist ein schändlicher Anblick. Okay, das ist jetzt gut. Gut, hab's geschafft. Gut. Oh boy, oh boy, oh boy. Das war heavy. Das war sehr heavy.
Okay, jetzt so viele wie möglich. Aber ja, passt. Gut. Eieiei. Knapper Sieg? Ja. Ja, das stimmt. Oh, 240. Der war gut. Der war gut. 600 von, ja, von 1400. Schon ein knapper Sieg. Aber wir haben gewonnen. Vor allen Dingen haben wir alles von denen mitgenommen. Das ist gut. So, das ist natürlich schade, weil, ja. Das ist natürlich schade. Aber okay, ja, so zwei, drei Fernkämpfer als einzige Nahkampf-Einheit ist nicht so gut. Gimbera. Okay. Gut, also, du bist immer noch in Gewaltmarsch. Die haben sich eingebunkert. An sich könntest du jetzt das wieder erobern. Ja. Okay. Wehe. Okay, also hier haben sie schon ein bisschen was gekickt. Da hat er hier das zerstört. Okay, das ist mega mies von dem. Das ist mega mies. Weil der hat es ja jetzt so gemacht, dass hier die... Warte. 900 habe ich jetzt. 600, 700. Ich lasse das mal. Ist zwar zerstört. Aber ich muss schauen, dass ich die schnell repariert bekomme. Und jetzt ist meine Spionin auch gestorben. Hier ist eine Fullstack-Armee, hier ist eine Fullstack-Armee. Alter. Okay, ganz ehrlich, wenn wir das irgendwie noch schaffen, hier das Spiel zu, also die Kampagne zu retten, irgendwie zu gewinnen. Ich weiß nicht wie. Ganz ohne Scheiß jetzt. Ich weiß gerade nicht, wie wir das noch gewinnen können, weil die Fullstack-Armee ist auf jeden Fall mit Pikinieren unterwegs. Diese, ja, okay, fast Fullstack-Armee. Hier sind zwei, aber die gehen gerade zurück. Ich glaube, hier haben wir gerade einen gesehen. Ich glaube, Pontos. Also. Und wir haben hier eine, ja, okay, das ist eine Fullstack-Armee, das stimmt, das ist gut. Die 501. ist fast, ja, ist ein Schatten ihrer selbst, sag ich mal so. Und Donner ist jetzt auch nicht mehr ganz so donnerig. Wie viel kosten die denn? 200... 3 kosten 600. Die Frage ist, löse ich sie auf? Es ist halt schon schmerzhaft, weil die alle Rang 6 sind. Ich probiere es mal nochmal mit Diplomatie. Warte mal, ich mach's anders. Okay, ich mach's nicht anders. Okay, das kostet zu viel. Ich gehe jetzt
auf Diplomaten entsenden, aber ich wusste gar nicht, dass dieses Geld kostet. Das habe ich eigentlich sehr häufig gemacht, vor allen Dingen im mittleren Spiel oder Late Game. Aber bis dahin war ich. Warte mal. Runde 106. Alter, Runde 106. Und wir sind kleiner als. Nee, oder? Wie fangen wir eigentlich an? 1, 2, 3. 4, 5. Ach, 4 Dura haben wir, sehe ich nicht. Tarsus haben wir, klar. Haben wir Tarsus? Ich weiß nicht, aber wir sind auf jeden Fall kleiner. Und mehr am Arsch. Okay, Entschuldigung, die Ausdrucksweise. Okay, also, wohin können wir? Was können wir machen? Ich überlege gerade, ob wir die 500 erste einfach wieder in Antiochia reintun. Und dann die, erst kam das Beben, also das Beben, stellen wir dann hier in die Mitte und damit räumen wir dann immer auf. Also momentan können wir eigentlich fast nur defensiv spielen. Weil egal wo ich hingehe, also wenn ich mich auf den Norden konzentriere, muss ich den Süden vernachlässigen und bekomme hier Probogaudi. Ich würde mich mal jetzt wieder auf Salamis konzentrieren. Das ist, glaube ich, wichtig, dass wir für Athen hier kein Angriff. Das machen wir. Weil dann habe ich hier auf jeden Fall ein bisschen mehr Sicherheit, also ein Quintchen. Und dafür brauchen wir eigentlich. Wir brauchen die eigentlich noch. Aber. Genau, ja, ich wollte ja wieder ein bisschen schleimen, beziehungsweise. Komm, Pergamon. Willkommen, willkommen. Der Spach. Meister der olympischen Gast. Danke dir. Ich muss annehmen. Oh. Danke dir, danke dir, danke dir. So. Wohlstand, öffentliche Ordnung. Ich muss eigentlich jetzt den Wohlstand nehmen. Oder Nahrung. 50 Wohlstand, 1 öffentliche Ordnung. 4 Nahrung, 40 Wohlstand. Ich mache den Handel. Haben wir hier zwar auch schon ein bisschen. Aber ja. Puh. Okay. Schatzkammer ist leer, das ist nicht gut. Also ich habe jetzt mir gedacht, dass wir das Geld von Pergamon nehmen und dass wir das Geld von Pergamon nehmen und das Gebäude bauen und nicht sparen, weil wenn wir das Gebäude nicht bauen, kommt in ein, zwei Runden ein Elendsviertel und dann ist die Kacke richtig am Dampf. Okay, gut. Also, halbe Stunde. Ich überziehe wieder, obwohl ich eigentlich kurze Aufnahmen oder Folgen machen will. Einerseits, damit es halt, nicht immer so lange dauert. Und andererseits auch, weil ich gerade ziemlich ein bisschen Stress bin und vorproduzieren muss. Deswegen werden die nächsten Folgen wahrscheinlich maximal 25 Minuten. Ich hoffe, dass ich mich dran halte, aber genau, ihr werdet das schon sehen. Genau. Momentan bin ich nämlich im Urlaub, im lang ersehnten Urlaub. Genau, aber will natürlich, dass ihr weiterhin Content habt. Gut, dann danke fürs Zuschauen. Ich hoffe, euch hat es gefallen. Und ich bin so gespannt, ob wir da rauskommen. Bis dann. Bye, bye.